So, wir fahren heute zu der Firma H&R, machen eine Werksbesichtigung und ich freue mich unglaublich. Oh, was ist das für groß? Oh, die Autos sind nicht schlecht. Da ist der beste Mann hier bei H&R. Hallo! Schön, dass ihr da seid. Wurde auch mal Zeit. Das erste Mal hier. Und das seit, ich glaube, 19 Jahren Freundschaft mittlerweile. Er war so. Da war ich noch klein. Aber seitdem machst du schon mit H&R zusammen, ne? Ja, das stimmt. Genau. Ja, ich würde euch heute mitnehmen. Wir zeigen euch ein bisschen was in der Produktion. Und vielleicht quatschen wir im Büro, in Ruhe. Da kannst du ein bisschen erzählen. Oder Christian vielleicht. Genau. Wie lange gibt es die Firma schon? Wer hat die gegründet und so weiter? Würde, glaube ich, jeden interessieren. Können wir gerne machen. Dann komm mal mit. Dann gehen wir durch. So, hier sind wir im Großraumbüro. Okay. Ja. Vertrieb. Da ist der Rainer. Genau, da ist der Rainer. Vertrieb und so weiter. Ist alles hier. Okay. Ja, und dann können wir gleich rüber in die Produktion. Also, die ist direkt genau, quasi. Genau. Bevor ich auf die hinterher. Trennt uns eine Tür. Aber man muss ja sagen, du bist ja nicht nur Geschäftspartner, sondern wirklich ein eng verbundener Freund von uns. Ja, das stimmt wirklich. Wir haben immer sehr, sehr viel Spaß zusammen. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine gute Zusammenarbeit. Nicht das nur stimmt. Auf das Geld achten oder auf Profit, sondern auch freundschaftlich und alles. Dann passt das, dann klappt das automatisch. Genau. Ich würde jetzt gerne mit euch einmal den gesamten Ablauf durchgehen. Das heißt, du hattest ja immer den Wunsch gehabt, dass wir euch mal zeigen vom Kernmaterial, ja, bis zur fertigen Feder, alle einzelnen Stationen, die wir durchlaufen, bis zum Endergebnis oder zum Endprodukt. Das würden wir jetzt quasi mit euch machen. Sehr schön. Also, das ist rein theoretisch das Tor, rein sowie auch raus. Wir haben natürlich mehrere Tore, aber ich sage jetzt mal zentral gesehen, kommt hier die Ware rein, also das Rohmaterial, wird angeliefert auf Kolz. Und die Auslieferung am Ende nach allen durchlaufenden Prozessen ist hier der Warenausgang, wo die Verpackung sich befindet und dann auch hier wieder quasi das fertige Endprodukt wieder das Haus verlässt. Okay. Rein theoretisch, so läuft schön das ab. Genau. Also Federstahldraht wird angeliefert, das wird auf Kolz angeliefert. Ich würde vorschlagen, wir gehen mal ins Keullager, damit ihr mal seht, wie das Rohmaterial überhaupt ausschaut. Wir verarbeiten natürlich verschiedenste Materialien, auch von unterschiedlichsten Durchmessern, was ja viele nicht wissen. H&R ist ja nicht nur Produzent für Aftermarket-Produkte wie die reine Tieferlegung, das Sportfahrwerk oder Spurverbreiterung, sondern wir haben ja auch eine sehr große Industriesparte. Also wir machen auch viel für die Industrie. Industriefedern an sich für sämtliche Anwendungen. Ich sage jetzt einfach mal so ein paar Beispiele wie Züge, Maschinen, Luftfahrt, Raumfahrt. Der Running Gag ist halt immer die tiefste Feder, die wir haben. Die steckt tatsächlich in einem U-Boot. Ernsthaft? Ernsthaft, in der Klappe oben, in der Luke. Quatsch. Ja, da steckt, ja, wirklich, ist wirklich wahr. Da stecken Federn von uns mit drin. Jetzt nicht in jedem U-Boot auf der Welt, aber es gibt viele U-Boote, die mit unseren Federn bestückt sind. Okay. Und darüber hinaus haben wir ja noch die Bone Helix, also die Medizinsparte. Aber ich sag mal, H&R kennen halt viele für die reine Tieferlegung oder für das Sportfahrwerk, aber das sind nicht nur wir. Also wir sind noch viel mehr als das. Wow, also. Wenn ihr vielleicht irgendwo am Bahnhof einen ICE vorbeifahren könnte sieht, sein, könnte dass sein, da sein, dass es tiefer gelegt ist von H&R. tiefer gelegt, nicht aber gefedert von uns her. Ihr habt alle Produkte mit TÜV, oder? Oder habt ihr auch? Wir haben auch Exportartikel auf Sonderwunsch, aber der Großteil des Portfolios ist alles mit Teilegutachten. Also, genau. Alles, was in Deutschland ausgeliefert wird, ist mit TÜV. Für den ausländischen Bereich haben wir das auch. Aber es gibt natürlich auch Sonderanfertigungen, Einzelanfertigungen, Kleinserien, wo sich das nicht lohnt. Okay. Aber auf Sonderwunsch können wir auch solche Produkte mit Teilegutachten versehen. Das geht. Also ihr macht nicht nur Serienprodukte, dass ich sage, okay, nur Golf, sag ich mal 7, kann man hier kaufen. Ich kann auch mit einem Auto hier hinkommen und sagen, ich habe ein, keine Ahnung, Dodge, was es nicht gibt. Kein Problem. Bei euch, ehrlich jetzt? Ja. Rein theoretisch, du könntest dir das seltenste Fahrzeug der Welt kaufen, wo es keine Ersatzteile für gibt und auch keine Nachrüstartikel für gibt. Du kommst zu uns und bringst uns idealerweise ein Muster mit oder technische Zeichnung oder stellst irgendwie das Fahrzeug so auf eine Bühne, dass man ihn vermessen kann. Okay. Dann können wir dafür auch Federn nachfertigen.
Stabilisatoren, wow. Federn, das ist an sich überhaupt kein Problem. Also man macht sich keine Gedanken, was man am Auto verbaut hat. Ja, also ich habe noch nie Gedanken gemacht, aus welchem Material besteht eine Feder in meinem Auto. Ja? Aber es ist schön, sowas zu erfahren. Ne? Jetzt gehen wir erstmal durch, zeige euch mal ein paar unterschiedliche Durchmesser, die wir verarbeiten können, von 0,01 bis teilweise 60 oder 65 mm. Durchmesser von einem Draht? Ja, genau. Also ich sag mal, von der reinen, hier für eine Industriefedergebrauch, können wir mal gucken. Siehst du hier die Durchmesser? Das ist jetzt sogar in dem Fall 1. Wir können sogar in den 0,-Bereich gehen. Ne, zum Beispiel hier, das ist sehr, sehr dünn schon. Können wir mal gucken. Haben wir hier einen Durchmesser stehen. Das ist jetzt 0,5. Ja, also das ist feinster Draht. Ja, also wofür sind die? Industriebereich, von bis. Okay. Also es kann sein, teilweise von einer Ventilfeder bis zu einer speziellen Feder für eine Maschine oder halt auch in den Formula-Bereich, dafür fertigen wir Federn für Rennsport natürlich auch. Okay. Und ein Rennfederprogramm, das wir auch haben, in unterschiedlichsten Längen und Anwendungsbereichen können wir das auch bedienen. Ja, hier siehst du zum Beispiel mal Drahtstärken, die wirklich in der schweren Industrie verwendet werden. Und da haben wir quasi das Stärkste, was wir verarbeiten können, gar nicht hier. Shit. Guck dir aber das an. Ne, da siehst du mal, wie viel Power muss die Maschine haben, um das Ding zu biegen. Diese Art, also ich sag mal, diese Drahtstärken, die werden auf dem Wickelautomaten gefertigt oder bearbeitet. Das würde der Windeautomat nicht schaffen. Das ist hier gerade mal, können wir mal schauen, was für ein Durchmesser wir hier haben. Das ist jetzt in dem Fall ein 30er. Ah, 30er, okay, weil ich habe gedacht, da. Ne, sind ja unterschiedliche Coils gelagert. Aha. Und wir können, wie gesagt, 60 mm ist kein Problem. Die Coils dürfen nie auf dem Boden gelagert werden. Es sind immer solche Gummimatten ausgelegt, damit das Material halt nicht beschädigt wird, bevor es verarbeitet ist. Nicht, dass wir da halt Schäden im Material bekommen, bevor quasi die eigentliche Verarbeitung beginnt. Ne? Okay. Wie du siehst, unterschiedlichste Durchmesser, Größen, Materialien, Materialstärken haben wir alles lagern und können das auch entsprechend verarbeiten. Ja, hier haben wir zum Beispiel so eine Art Entwicklungslager. Okay. Rein theoretisch befindet sich hier jede Tieferlegungsfeder, die wir je gemacht haben. Okay. Genau, also wir behalten tatsächlich auch immer das Muster. Also sprich sogar damals von Golf 1. Die Entwicklungsfeder befindet sich auch hier in diesem Regal. Wofür? Für unsere Daten, fürs Archiv, damit wir halt immer wieder auch uns selber kontrollieren können, welchen Stand hatten wir, ich sage jetzt mal 1980 oder 78, wann der 1er rausgekommen ist, 77, 78. Zum Stand heute, wenn heute sich ein Kunde zum Beispiel einen Golf 1 restauriert und ein Fahrwerk von uns verbaut, dann haben wir immer noch die damaligen Werte und das machen wir bei jedem Fahrzeug. Also alle Erstmuster sind bei uns archiviert. Könnte sich eigentlich verformen, wenn die hier, ich sag mal, nein. Die liegen so manchmal so übereinander und so. Also nein. Das kann sich nie wieder verformen. Nein. Wenn ihr einmal das so gewickelt, heißt das, genau. Habt. Also wenn es den Produktionsprozess durchlaufen hat, dann kann das nicht mehr passieren. Okay. Ja, und das haben wir alles hier. Sehr schön. Jetzt kommen wir zu dem eigentlichen Maschinenpark. Zu unserer Linken hast du einmal den sogenannten Wickelautomaten. Das hier? Genau. Also der jeweilige Techniker nimmt das Material, das wird dort aufgerollt, dann wird der Draht über diesen Dorn in die Maschine und über diesen Dorn wird quasi die Feder gewickelt. Du wickelst das ja auf. Ja. Das passiert hier, alles mit den starken Durchmessern. Alles, wo quasi der Arbeitsbereich von dem Windeautomaten aufhört. Und dann hast du da vorne diese schwere Schere. Damit kannst du das Material quasi abtrennen. Warte, du schneidest den Draht damit? Ich zeige euch das gleich gerne im Stabibau. Ja. Bei der Stabilisatorenfertigung haben wir in etwa auch so etwas. Und da kann ich euch das während der Produktion zeigen, wie das funktioniert. Da hast du dann auch, ich sag mal, einen 30 mm Stabmaterial, der wie Butter zerschnitten wird von solch einer Schere. Das ist wirklich abgefahren zu sehen. Ja, und dann haben wir den Maschinenpark mit den einzelnen Windeautomaten. Da haben wir unterschiedlichste Größen auch, 4 große und auch 3 für den Industriebereich, für die kleinen Feinfedern. Okay. Können mal schauen. Die Maschinen sind gerade am Einrichten, aber hier kann man das ganz gut erkennen.
So. Sieht aber sehr kompliziert aus. Ja, also hier kann man das ganz gut sehen. Das Coil wird eingespannt. Kannst du von da oben mal zeigen? Genau. Wir können auch rüber gehen. Das Coil wird eingespannt. Und hier ist wirklich Druck drauf. Also in der Sekunde, wo du die Spannseile löst, ja, das gibt einen Knall, weil sich das Material dann schlagartig ausdehnt oder entspannt, sagen wir. Okay. Siehst du ja schon hier, wie das Material arbeitet. Das wird hier durchgeführt durch die Rollen. Und dann hast du hier die einzelnen Zylinder, wo wirklich eine Menge Kraft hinter ist. Weil diese Zylinder müssen ja dafür sorgen, dass das Material hier durchgeschoben wird oder durchgedrückt wird. Ja. Diese Scheren sorgen halt dafür mit den unterschiedlichen Positionen, okay, dass halt die Feder entsprechend, ich sage jetzt mal, die Windungen weiter voneinander weggehen, enger beieinander liegen, die Form nach außen, okay, der Durchmesser, das regeln diese Scheren. Und dann hast du hier den Dorn, die Schere, der schlägt das dann ab. Der löst dann die einzelne Feder, die kommt runter und fällt in die Gitterbox. Sehr interessant. Genau. Ja, sehr interessant. Ich finde immer, Spaß am Arbeitsplatz muss sein. Guck mal ein bisschen, ich muss euch was zeigen. Guck mal her. Haben wir bei uns in der Produktion auch. Also Spaß am beim Arbeiten muss immer sein. Deswegen finde ich sowas auch selber lustig. Das wird dir groß geschrieben. Das wird groß geschrieben, ja, wie bei uns. Wie in jeder Produktion, glaube ich. Ja, genau. So. Also das sind dann fertige Federn, ja? Genau, das ist zum Beispiel jetzt ein Muster. Ja. Wir können mal schauen, was hier so draufsteht. Also das wäre jetzt zum Beispiel eine Musterfeder von einer Mercedes C-Klasse, Vorderachse, mit der Artikelnummer. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ohne jetzt nachgesehen zu haben, dieses Muster hat der Kollege sich hier hingeholt, weil wir jetzt wahrscheinlich diese Feder für unseren Lagerbestand neu produzieren. Okay. Ne, wir müssen ja auch immer lieferfähig bleiben. Das heißt, auch alte Artikel, auch für alte Fahrzeuge, haben wir immer ab Lager lieferbar. Und wenn wir natürlich im Controlling und im Warenwirtschaftssystem erkennen, wir haben jetzt nur noch, ich sag mal, eine Summe X an Lagerbestand, dann wird nachgefertigt. Der Kollege geht hin, holt sich das Muster raus, gleicht das ab und fängt dann an zu produzieren. Sehr gut. So was passiert jetzt mit dieser Feder? Zum Beispiel, wenn die jetzt fertig ist. Ja? Das zeige ich dir, jetzt der einzelne Schritt. Ja. Das ist Herrn Heine. Das ist Christian, das ist der Chef. Selber. Wie geht's dir? Wir sind sehr gut befreundet und schön, dass ich euch hier besuchen darf. Schön, dass ihr hier seid. Ne? Ja, danke schön. So, was passiert mit der Feder jetzt danach? Quasi, man nimmt den, wie sagt man, den Korb. Also, die Gitterbox. Ja, die Gitterbox. Die Feder wird ja jetzt hier kalt verformt. Okay. So nennt sich der Fachausdruck. Ohne Hitze. Eine Kaltverformung, genau. Okay. Jetzt sind natürlich in dem Material Spannungen. Okay. Ich würde euch, bevor wir jetzt den weiteren Produktionsablauf durchgehen, noch einmal die kleinen Industrie-Windeautomaten zeigen. Okay. Und dann zeige ich euch, was mit der Feder im Nachhinein passiert. Okay. Hier wird zum Beispiel ein Flachstahldraht verarbeitet. Kannst du sehen, der ist nicht rund, sondern der ist flach, genau. Also ein Flachstahl. Ja. Hier wird zum Beispiel aus dieser Feder machen wir die sogenannte Zusatzfeder für das Gewindefahrwerk, die ein ganz geringes Blockmaß hat. Ah, okay. Du musst verstehen, wenn du jetzt eine Feder hast, die jetzt, sag ich mal, zum Beispiel kann man es gut erklären. Wenn wir Rundstahl haben und die jetzt komplett so zusammenfährst, hast du ja ein viel höheres Blockmaß. Ja. Also sprich, das Maß, wo du die zusammendrückst, ist ja dann höher. Bei dem Flachstahlrad ist es nämlich so, du drückst sie zusammen und guck mal, auf was für ein Maß wir die runterdrücken können. Ne, das heißt, du kannst damit ganz andere Längen generieren, okay, ganz andere Federpakete generieren. Was natürlich bei Berücksichtigung von Ein- und Ausfederwegen eine entscheidende Rolle spielt. Auch das können wir hier verarbeiten. Darüber hinaus haben wir noch zwei kleinere Windeautomaten, die wir halt für sogenannte Industrieanwendungen nutzen. Okay. Ihr habt das gerade gesehen bei dem großen Windeautomaten. Da hatten wir ja natürlich einen ganz anderen Durchmesser, ganz andere Rollen, ganz andere Zylinder. Okay. Ist alles ein bisschen kleiner dimensioniert. Und wenn du jetzt mal hier hinfüllen möchtest, das sind natürlich ganz andere Dimensionen. Hast du eine fertige Feder von hier? Kann ich euch zeigen, hier liegt bestimmt ein Muster hier. Zum Beispiel die. Also unterschiedlichste Durchmesser können wir hier verarbeiten. Ne? Also wenn ich ehrlich sein soll, ich wusste es nicht. Auch sowas ist auch kein Problem. Dass ihr sowas produziert. Also ehrlich, das war mir nicht bekannt. Ja, das machen wir. Dafür sind wir auch eigentlich. Man kennt nur quasi H&R,
Gewindefahrwerke, Federn, Gewindefedern und so weiter. Von daher kenne ich auch näher, aber... Aber im Grunde können wir jede Art von Feder verarbeiten und produzieren. Okay. Das ist an sich kein Problem, genau. Ja, dann gehen wir weiter. So, jetzt wird es ein bisschen lauter, deswegen würde ich das hier besprechen. Okay. Nach der entstandenen Kaltverformung ist natürlich jetzt das Material gespannt. Also es sind Spannungen, die müssen gelöst werden. Bevor der nächste Schritt folgt, wird jetzt entschieden, die Feder, für welchen Einsatzbereich wird die bestimmt? Für Fahrzeuge mit Originalanbindung, also ins originale Domlager, sprich die Enden sind wie Serie auch auslaufend, oder muss das Ende geschliffen werden, zum Beispiel für das Gewindefahrwerk, wenn du eine plane Auflagefläche hast. Wenn wir solche Arten von Federn haben, wo die Enden geschliffen werden müssen, weil halt plane Auflagefläche, wie der Federteller, etc., genau, das passiert hier in der Schleiferei. Das zeige ich euch als nächstes. Wenn der Dominik jetzt mal filmen möchte. Das Ende der Feder wird jetzt quasi plan geschliffen. Das kann man hier gut erkennen. Du hast eine Feder. Hier ist das Ende zum Beispiel normal auslaufend. Ja. Hier ist das Ende geschliffen. Auflagefläche, plan. Okay. Ist das aber nicht, dadurch, dass das jetzt zur Hälfte weggeschnitten ist, Schwachpunkt? Das wird natürlich in der Fertigung alles berücksichtigt. Okay. Aber wir gehen am besten mal rüber, da ist ein bisschen leiser. Okay. Guck mal, da kann ich euch das erklären. Genau, da zum Beispiel siehst du das auch. So, hier ist ein bisschen leiser wieder. Ja. Also, deine Frage war sehr gut. Und zwar musst du dir vorstellen, in dem Prozess, wo die Feder entwickelt wird, da muss der jeweilige Entwickler die Länge der Feder schon so einkalkulieren, dass nach allen Prozessen am Ende die Feder inklusive der Toleranz oder im Toleranzbereich die gewünschte Länge hat. Was passiert hier? Das ist der Anlassofen. Hier wird die Feder so, also man sagt das im Fachjargon, angelassen. Wenn du mal anfassen möchtest, sondern mal die Hand drüber. Dominik, pass auf, dass die Kamera nicht schmilzt. Also sehr warm. Sehr heiß. Nein, genau. Das ist nicht warm, das ist heiß. Ja? Genau, die ist jetzt gerade frisch aus dem Ofen rausgekommen. Und der nächste Schritt wäre jetzt die Oberflächenverfestigung, nennt sich das. Aber ich habe eine Frage, wenn die jetzt in der Gitterbox übereinander liegen, die untere wird ja gequetscht oder nicht? Nein, in dem Fall wird das keine Rolle. Das wird sich nie wieder verformen, auch bei 400 Grad nicht. Nein, das bleibt so, das ist so fest, ja. Okay. Und jetzt würde die Oberflächenverfestigung folgen, das sogenannte Kugelstrahlen. Okay. Das passiert in dieser Maschine. Die Gitterbox wird hier eingespannt. Okay. Dann hast du quasi wie eine Hebefunktion, das wird gekippt. Oh, okay. Und das Material wird in die Trommel eingeladen oder eingeführt. Okay. Der gelbe Deckel schließt sich und das Strahlgut wird hineingelassen und strahlt die Federn. Dann hast du eine Rüttelplatte. Du musst dann die Federn auch wieder rausbekommen. Okay. Deswegen ist das hier gefedert, siehst du. Hau näher. Genau, die wird gefedert, sodass das Material wieder aus der Maschine entweichen kann. Okay. Und dann hast du eine klinisch reine Feder, wenn du so möchtest. So sieht eine Feder aus. Nicht anfassen, weil, wenn du jetzt natürlich die Feder berührst, hast du wieder eine sogenannte Fettschicht drauf. Ach Quatsch. Ja, wirklich wahr. Die ist jetzt komplett clean. Oberfläche ist komplett verfestigt, weil durch die Kaltverformung und durch das Anlassen hast du halt keine saubere Oberfläche. Und das Strahlgut sorgt dafür, dass die Oberfläche verfestigt wird. Also das Material wird noch stärker. Okay. Du machst es noch resistenter. Und der nächste Schritt wäre jetzt, bevor sie eingesprüht wird, also alles, was jetzt hier gelagert ist, wird, ich sage jetzt mal, in kürzester Zeit zum nächsten Produktionsschritt gebracht. Das alles, was hier vorgelagert ist? Ja, genau. Genau. Jetzt kommen wir zu unseren sogenannten Setzmaschinen. Die Setzmaschinen sorgen dafür,
Und da können wir gleich ein großes Gerücht oder eine Legende entkräftigen. Jetzt und kommt. Zwar, wenn der Dominik das mal filmen möchte, gibt's näher. Wir können parallel die Feder auf Block fahren, nennt sich das. Die Feder ist ja jetzt quasi noch komplett unbeansprucht. Ja. Und eine Feder hat einen sogenannten elastischen Bereich. Okay. Das sorgt dafür, dass wenn du die Feder im Auto zum Beispiel einfedert, auch immer wieder auf den ursprünglichen, auf die ursprüngliche Länge wieder zurückgeht. Okay. Der elastische Bereich. Wir fahren bewusst ein- bis zweimal die Feder außerhalb des elastischen Bereiches komplett auf Block zusammen. Wir trainieren quasi die Feder für den späteren Gebrauch an. Okay. Damit diese Feder nicht mehr den elastischen Bereich verlassen kann und immer die gewünschte Länge beibehält. Das sogenannte Setzen einer Feder. Kann sich dann rein theoretisch im späteren Gebrauch, in der Praxis, nicht mehr setzen. Das aber geht da muss nicht. Jede Feder quasi per Hand hier. Mit jeder Feder. Okay. Ja. Also noch sehr, sehr, sehr viel Handarbeit hier. Ja. Und das noch in Deutschland? 100% made in Germany. Finde ich wirklich sehr, sehr, sehr schön. Es gibt viele Firmen, die Übersee produzieren oder wo auch immer. Ja. China, asischen Bereich halt extrem klar. Aber bei uns entsteht wirklich jede Feder hier. Also rein theoretisch könnte ich jetzt sogar auch behaupten, ganz sicher, von deinen Zuschauern, wer auch immer eine H&R-Feder hat, die ist hier. Also der Mann hat die auf Block gefahren. Auf das Hardcore getestet. Genau, also ja, jeden Produktionsschritt, den wir gerade durchlaufen sind, ist die Feder von deinen Kunden, solange es eine H&R-Feder ist, genau gleich durchlaufen. Also man könnte quasi wie bei einem Mercedes AMG so ein Plätzchen machen mit Unterschrift, das hat der rein Günther gebaut. Rein theoretisch wäre halt bei der Vielzahl oder der Größe der Masse ein bisschen schwierig umzusetzen. Da braucht nur jemanden, der hier Autogramme gibt. Genau. So, die Federn werden hier nach erfolgtem Setzen eingesprüht, geschützt. Mit? Mit einem Öl. Ah, mit Öl. Genau. Okay. Also die werden eingelagert in der Folie, die werden mit dem Öl eingesprüht, dass sie geschützt sind, bis die zur Oberflächenbeschichtung gehen. Wie lange dauert das denn? Das geht taggleich. Also es kann auch sein, je nach Termin. Auch, das kann passieren, dass er wieder wirklich innerhalb von wenigen Stunden quasi rostet. Na. Wenn wir das nicht machen würden. Ja. Und wir beide würden jetzt die Feder nehmen und würden draußen an die frische Luft gehen, würde sich Flugrost bilden. Ja. Zum Beispiel. Okay. Was viele nicht wissen, du kennst das BMW E9 Coupé. Ja. Kennst du das? Ja. Was Christian auch hat. Ja, genau. Bei diesen Autos wurde das damals so gemacht. Diese Autos wurden bei Karmann in Osnabrück, die Karosserien, gefertigt und wurden unbehandelt, die Karosserien, wurden auf offene Fahrzeugtransporter geladen und rüber nach BMW gefahren. Während die Karossen produziert wurden und zum BMW-Werk gebracht wurden, also nur wegen diesem Transport, haben die Karossen schon angefangen zu rosten. Sehr viel zu beachten hier. Ja. Also, das ist nicht mal eben so ein bisschen Stahl, sondern einfach wirklich, man muss überlegen, was, wie und wie lange. Also wirklich sehr kompliziert, hätte ich jetzt nicht gedacht. Der Fertigungsprozess ist sehr sensibel, weil wir natürlich auch das Produkt, klar, wir stehen mit unserem Namen, wir geben natürlich auch Garantie, Gewährleistung, aber 100% made in Germany. Du hast natürlich, dadurch, dass wir auch ISO-zertifiziert sind, gewisse Abläufe, die du einhalten musst. Okay. Du hast natürlich auch Dauerlauftests, wie Dauerschwingversuch, wo eine Feder, ich sage jetzt mal als Beispiel, in einem Schwingbereich von 20-90%, in dem Hubbereich, 500.000 Lastwechsel überstehen muss. Also 500.000 Mal in dem Hubbereich von 20-90% muss sie 500.000 Mal diesen Dauerschwingversuch bestehen, damit wir sie überhaupt auf den Markt bringen dürfen. Und jeder einzelne Produktionsprozess hier oder jeder Schritt sorgt natürlich dafür, dass die Feder auch entsprechend unseren Qualitätsstandards auch entspricht. Deswegen habe ich auch unsere Produktion vor 3 Jahren nach Deutschland. Ich sag mal so nach und nach wird alles aus Deutschland kommen. Ja. Aber wir haben ja in Polen produziert damals. Ja. Das hat mir persönlich als Chef der Firma Priorsein nicht gefallen, wie die gearbeitet haben. Ja. Ja, bitte nicht falsch verstehen, ich möchte jetzt nicht alle Produktion im Ausland, vorsichtig gesagt, schlecht machen, aber was du kannst ich besser kontrollieren, vor Ort habe, genau. Wie du jetzt quasi aus dem Büro hier jederzeit reinkommen kannst und so zu gucken, arbeitet er vernünftig, arbeitet er nicht vernünftig. Aus dem Ausland produzierte Produkte werden schon eingepackt, du siehst die meistens nicht. Ja, was macht man? Quasi nur Aufkleber und Versand.
Es gibt mit Sicherheit auch gute Firmen, gar keine Frage, die gibt es. Das wollte ich jetzt nicht damit sagen. Aber wir haben natürlich immer unseren Qualitätsstandard sehr hoch gehalten und möchten ihn auch immer weiter verbessern. Und solange du deine Produktion noch im eigenen Haus hast, kannst du auch jederzeit noch eingreifen, Prozesse kontrollieren, verbessern. Das ist einfacher, wie wenn es ausgelagert ist. Und deswegen wird das auch immer hier an diesem Standort bleiben. Okay. Das werden wir nie auslagern. Was ich noch sagen muss, ich war früher, ganz am Anfang mit 18, war ich ein absoluter H&R-Fan. Ja, da kannte ich noch niemanden bei H&R. Ich war ein absoluter Fan von H&R. Für mich war das der Größte. Ich habe damals einen Golf 3 gehabt. Und so habe ich auch angefangen. Ja? Mit dem Golf 3, 16 vor. Damals ein Jahr alt war das. Das war 96. Oder 95, 96 war das. Das war mein erstes Gewindefahrwerk von H&R an meinem Auto. Natürlich, der war voll tapeziert mit den ganzen Aufklebern, was ich dazu geschenkt bekommen habe. Heute bin ich mit den Jungs hier befreundet und darf sogar die Produktion hier mir anschauen. Also wirklich sehr, sehr, sehr schön, wenn man von jemandem, ich sag mal, so ein Vorbild hat oder so Fan von irgendeiner Firma oder Person ist. Und man sieht, wie das produziert wird. Wirklich, also sehr, sehr, sehr interessant. Ne? Schön, vielen Dank nochmal. Wir freuen uns auch. Der nächste Ablauf wäre jetzt die Oberflächenbeschichtung. Mhm. Die befindet sich auch an diesem Standort, aber in einem anderen Gebäude. Okay. Genau. Ansonsten wäre rein theoretisch der Produktionsprozess der Feder hier abgeschlossen. Okay. Jetzt folgt die Oberflächenbeschichtung, quasi vorher erstmal das Zinkphosphatieren. Mhm. Na, also quasi das Öl wird wieder entnommen, wird gereinigt und dann durchläuft die Feder unten in der Beschichtung den Prozess mit Beschichtung, mit Ofen, Kennzeichnung und dann wieder einlagern oder entsprechend verpacken und direkt versenden. Okay, ich habe eine Frage und zwar, manche Gitterboxen sind, ich sag mal, halb voll, manche sind voll. Warum? Das kann ich dir erklären. Ohne jetzt auf die Karte zu gucken, Erfahrung. Er hat ein bisschen geguckt. Haben wir, nein, das sind jetzt Sonderanfertigungen. Ah, okay. Da wurde jetzt eine geringe Stückzahl oder eine gewisse Stückzahl von bestellt. Und die wird natürlich auch separat behandelt. Also die kann ich ja jetzt nicht mit anderen Federn mischen. Aha. Genau, also ich sage jetzt mal, du bestellst bei mir für irgendein besonderes Fahrzeug 20 Federn. Okay. Dann kann ich ja deine 20 Federn nicht in irgendeine Gitterbox mischen. Okay. Das heißt, die wird separat gelagert, separat behandelt. Okay. Genau, richtig. Macht ihr auch für andere Firmen Federn? Ja. Also da steht nicht H&R, da steht Prior Design zum Beispiel. Ja. Ehrlich jetzt? Ja. Für auch, viele? Ja. Aha. Also es kann auch sein, dass ich von einem Tuner XY Federn kaufe und die sind quasi von euch. Richtig. Da ist quasi wahrscheinlich die Farbe anders und das Logo. Genau. Okay. Sehr interessant. Ja. Sehr interessant. Okay. Ja, als nächstes würde ich vorschlagen, zeige ich euch mal den interessanten Stabibau. Okay. Da haben wir vor 2-3 Jahren erst das neue Gebäude zugebaut und neue Produktion quasi geschaffen. Das ist auch sehr interessant für euch. Da kann ich euch das auch mit dem Stabmaterial zeigen, was wie Butter durchgeschnitten wird. Und dann würde ich im nächsten Step mit euch in die Entwicklungswerkstatt gehen und euch mal zeigen, wie kommen wir überhaupt darauf, die Feder so oder so zu bauen.